Heute stellen wir eine starke Frau vor. Clara Zetkin, geboren 1857 und gestorben 1933. Clara Zetkin war eine Vorkämpferin für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Sie ist die Erfinderin des Frauentags in Deutschland, den wir noch heute am 8. März feiern. Der Frauentag hatte damals zum Ziel, dass Frauen endlich wählen dürfen. Seit 1921 wird er offiziell am 8. März gefeiert. Warum am 8. März? Dieses Datum erinnert an den Streik russischer Textilarbeiterinnen gegen das zaristische Russland. Als Sozialistin fühlte Clara Zetkin sich der russischen Revolution verbunden. Geboren wurde sie am 5. Juli 1857 als Clara Eisner in Sachsen. Sie war die Tochter eines Lehrers. 1878 trat sie der Sozialistischen Arbeiterpartei bei. Auf dem Gründungskongress der Zweiten Internationalen in Paris fordert sie die vollständige Gleichberechtigung der Frauen. 1910 schlägt sie die Einrichtung eines Internationalen Frauentags vor. 1915 wird Zetkin wegen ihrer Einberufung der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 4 Monate inhaftiert. Sie schließt sich 1919 der Kommunistischen Partei Deutschlands an, für die sie von 1920 bis 1933 im Reichstag sitzt. 1932 als Alterspräsidentin eröffnet sie den neu gewählten Reichstag. In ihrer Rede kündigt sie den Zusammenbruch des Kapitalismus an. Am 20. Juni 1933 stirbt sie in Moskau, ihrer zweiten Heimat. Nach Clara Zetkin ist heute ein Platz in Marzahn-Hellersdorf in Berlin benannt. Viele Preise anlässlich des Kampfs für Frauenrechte tragen heute ihren Namen. Clara Zetkin stritt ihrer Zeit für das Wahlrecht für alle. Dies haben wir heute schon lange. Deshalb gilt sie heute als Symbol im Kampf um eine vollständige Gleichberechtigung der Frauen der Gesellschaft. Gleiche Löhne für Frauen und Männer, Antisexismus, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und vieles mehr.